Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Florence Keto World. Mein Name ist Florence und auf meinem Kanal gibt es die leckersten, einfachsten Rezepte, die deinen Blutzuckerspiegel überhaupt nicht ansteigen lassen, ohne Zucker, ohne Mehl. Und bei mir muss es ganz oft schnell gehen. Ich hasse es, Ewigkeiten in der Küche zu stehen. Ich habe nicht immer so viel Zeit zum Kochen, deswegen muss es umso schneller gehen, wenn ich mir was zubereite. Und ich liebe Pizza. Und ich habe die zwei Sachen zusammengefügt. Schnelle Zubereitung, eins meiner Leibspeisen und dazu noch wenig Zutaten. Und deswegen machen wir heute einen 3-Zutaten-Pizzaboden in nur 10 Minuten. Und ich freue mich, dass du reinschaust und ich hoffe, dass dir meine Rezeptvideos gefallen. Wenn du mehr solche Videos haben möchtest, wenn du schon länger mit dabei bist, dann schau unbedingt bei einem meiner E-Books vorbei. Ich habe 5 E-Books an der Zahl geschrieben mit leckeren, unkomplizierten, schnellen, einfachen Rezepten mit wenig Zutaten. Da solltest du unbedingt mal stöbern. Wenn du neu auf dem Kanal bist, herzlich willkommen bei mir und abonniere auch unbedingt den Kanal, damit du keine leckeren Rezepte mehr verpasst. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den 3 Grundzutaten dieser Pizza. Und das ist einmal Blumenkohl, geraspelt, Käse natürlich und ein Ei. Und dann natürlich noch Gewürze nach Wahl. Olivenöl ist optional, macht aber ganz viel zum Geschmack. Und dann natürlich alles, was ihr auf die Pizza drauf haben wollt. Und ich würde sagen, dass wir mal direkt mit dem Teig starten. Ich habe hier einmal geraspelten Blumenkohl, den kann man sich so grob klein raspeln, wie man möchte. Der ist jetzt roh, ja, der soll roh sein. Da kommt jetzt ein Ei rein in die Masse. Gut verrühren. Und geraspelter Käse, davon nehme ich jetzt mal die Hälfte. Ich habe hier so eine Mischung genommen aus Mozzarella, Maßdammer, also so eine Pizzamischung. Ihr könnt natürlich auch nur Mozzarella nehmen, was ich auch tatsächlich eigentlich empfehlen würde. Und das Ganze verrühren wir jetzt hier. Und das wird jetzt unser Boden. Viele können sich gar nicht vorstellen, dass das schmeckt, aber es ist tatsächlich ultra, ultra lecker. Und diese Pizza hat gar keine Kohlenhydrate, natürlich dann je nachdem, was ihr für Belag drauf macht, aber zumindest der Boden. Dann noch ein bisschen Salz. Pfeffer. Und ein Schuss Olivenöl. Italiener werden mich jetzt hassen, wenn ich das Pizza nenne. Und ja, es ist keine Pizza im übertragenen Sinne. Ganz viele regen sich immer auf. Es ist aber eine tolle Alternative. Es ist eine Keto-Pizza. So, man kann jetzt den Teig einfach so, wenn man möchte, zum Beispiel auf ein Backpapier legen und dann auf ein Blech. Ich mache das Ganze aber hier in so eine Form. Ups. Dann habe ich das hier gleich schon zu einer Form drin und verteile das so ein bisschen zu so einem Boden. Die darf ja nicht zu dick sein, gell, der Boden? Unser Boden. Jetzt belege ich das Ganze mit natürlich noch mal ein bisschen mehr Käse. Wir haben zwar auch Käse im Teig, aber trotzdem kann immer noch oben drauf ein bisschen mehr Käse, kann nicht schaden. So. Dann kann man natürlich auch einen anderen Käse nehmen, wenn man möchte, auch einen frischen Mozzarella zum Beispiel. Ich belege die mir heute mit frischen Tomaten. Ich habe mich entschieden, keine Tomatensauce. Man könnte jetzt auch eine Tomatensauce drauflegen, wenn man das möchte zum Beispiel. Und ich habe hier so klein gehackte Auberginen. Die packe ich auch noch mit drauf. So. Zubereitungszeit tatsächlich unter 10 Minuten. Jetzt schieben wir das in den Ofen und ihr könnt jetzt noch irgendwas anderes machen. Auf Küche aufräumen oder einfach irgendwie was, wonach euch ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach etwa 20 Minuten, weil so lange muss die nämlich in den Ofen. Noch ein bisschen Olivenöl. Und dann können wir auch schon verkosten. Tada! Fertig ist die Keto-Pizza. Der Teig alleine braucht tatsächlich wirklich nur 10 Minuten im Ofen.
Durch den Belag habe ich sie jetzt etwas länger drin gelassen, damit einfach auch die Flüssigkeit ein bisschen verdampft. Ich würde nächstes Mal den Teig tatsächlich ein bisschen dünner machen. Der ist mir jetzt ein bisschen dick geraten. Wenn ihr das dünner macht, dann wird die ein bisschen krosser und dadurch natürlich deutlich, deutlich besser. Aber wir machen es trotzdem mal. Den Geschmackstest von dieser Pizza, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die dann schmecken wird. Ich nehme mal hier ein bisschen was weg. Also wer Käse liebt, der wird die Pizza.